Hi und herzlich willkommen. Wir haben es ja auch schon in unserem Video zum Unlimited Desert Racer gesagt. Traxxas hat ein kleines Feature in die neuen Regler eingebaut. Die neuen Regler heißt VXL 6S, wie sie im UDR und im Erevo Brushless momentan verbaut sind und auch vom VXL 8S. Das Feature sieht so aus, dass ihr für die Erfassung der Telemetriedaten keine Sensoren mehr verbauen müsst. Das Einzige, was ihr noch braucht, ist für die Fernsteuerung das Link Wireless Modul 6511. Und ansonsten könnt ihr euch direkt über den Regler Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Reglertemperatur, aufpassen, früher war es immer Motortemperatur, da kommen wir aber gleich dazu, und natürlich auch noch die Gesamtspannung von den angeschlossenen Akkuparks anzeigen lassen. Standardmäßig ist es soweit schon drin bei den vorherigen Reglern, also auf jeden Fall beim VXL 8S braucht ihr entsprechend noch das aktuelle Firmware-Update. Das wird euch angezeigt, falls ihr es noch nicht haben solltet, sobald ihr die App das erste Mal mit eurem Modell verbindet. Ansonsten hätte ich gesagt, holen wir euch mal schnell ran und dann zeigen wir euch einmal, wie wir jetzt noch die 6541, das ist einmal dieser Telemetrieadapter zur Abnahme von der Akkuspannung, den brauchen wir, und die 6523 verbauen, weil mit diesen beiden Teilen kann man das ganze Paket noch um die Motortemperatur erweitern. Und dann habt ihr wirklich komplett alles, also nicht nur von Reglertemperatur, sondern auch noch von der Motortemperatur her. Und habt dementsprechend wirklich alle wichtigen Daten direkt bei euch auf dem Handy im Blick. So, da sind wir wieder. Wir haben das Ganze hier mal ein bisschen vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, haben wir den Temperatursensor für den Motor, die 6523, schon im Empfänger eingesteckt. Passt bitte auf, wenn ihr den einsteckt. Ihr habt hier oben beim Empfänger zwei separate Telemetrieports. Der eine ist mit RPM, also für die Drehzahl gekennzeichnet, der andere mit V-T, also Voltage Temperature. Dieser Sensor gehört bei VT rein. Wenn ihr den falsch einsteckt, kann es passieren, dass euch im schlimmsten Fall der Empfänger abraucht. Was ihr noch braucht, ist die Plusleitung von einem Akku. Lässt sich auf zweierlei Arten realisieren. Wir haben es jetzt hier mit der Variante gemacht, dass wir den originalen ID-Stecker von Traxxas ausgepinnt haben und einfach den Vorgänger, den Traxxas Hochstromstecker, angesteckt haben, also der etwas rechteckigere. Dadurch lässt sich dann dieser Adapter 6541 hier einfach draufschieben. Dann habt ihr hier eure Stromabnahme und könnt hier wieder euren normalen Akku anschließen. Das Ganze ist auch mit den ID-Akkus kompatibel. Ihr habt also von dem her keine Einbuße. Wer es ganz sauber haben will, kann natürlich auch seinen ID-Akku, seinen ID-Stecker dran lassen. Pinnt hier einfach nur die Plusleitung aus, zwickt dann hier dieses rote Kabel ab, also diesen Adapter, der fliegt dann quasi ja auf Deutsch gesagt in die Mülltonne, und lötet dieses rote Kabel einfach hier direkt mit an die Goldzunge von dem Pluskabel. Funktioniert auch. So, das mal grob zum Setup, was ihr benötigt. Funke haben wir schon an, man sieht es auf der App. Jetzt machen wir dazu noch das Modell an. So, und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch Folgendes machen. Ich versuche mal hier ein bisschen mit der Hand runter im Modell durchzukommen, dann verdecke ich euch nicht die Sicht. Man sieht hier oben, Modell und Funke sind verbunden. Ihr geht auf Dashboard, so vom Standard-Setup her. Es macht jetzt keinen Unterschied, wenn der Sensor nicht dran steckt, würde das Ganze schon genauso aussehen. Also ihr habt schon eure Batteriespannung, auch ohne diese 6541. Und das, was euch hier drüben angezeigt wird, was hier immer so zwischen 39 und 40 Grad schwankt, das ist momentan die Temperatur vom Regler. Da müssen wir dann ein bisschen was umstellen. Klar, Geschwindigkeit und Drehzahl wird momentan nichts angezeigt, wir fahren ja nicht. Was wir jetzt machen müssen, ansonsten wird euch nämlich immer nur die Reglertemperatur oder die Motortemperatur auf beiden Anzeigen angezeigt. Wir legen gleich noch eine zweite an. Ihr tippt einmal hier aufs Display, dann erscheinen die Symbole, dann könnt ihr hier auf Bearbeiten gehen. Dann geht ihr einmal hier oben auf Remove ESC Temperature Gauge. Einmal löschen, dann ist der hier unten leer. Dann tippt ihr wieder drauf, geht hier auf das Plus, dann kriegt ihr hier die ganze Liste, die ihr auswählen könnt. Wichtig, ihr müsst hier bei der mittleren Spalte darauf achten, bei Source, von wo sich die Elektronik den Temperaturwert zieht. Das heißt, in dem Falle brauchen wir jetzt wirklich nur den reinen ESC-Wert. Ihr seht es schon, ESC, also Fahrtenregler. Ein bisschen weiter unten hier kommen noch die Reihen, die ihr vom Receiver, also vom Empfänger kriegt.
Und hier unten gibt es noch so einen Mischwert, Receiver or ESC. Also je nachdem, was dann zur Verfügung steht, das zieht er sich. Und das hier unten ist die Standardeinstellung. Deswegen funktioniert das Ganze auch nicht. Das heißt, geht einfach rein. Wir brauchen hier die Temperatur vom Regler und erstmal nur vom reinen Regler. Hier könnt ihr euch dann noch ein bisschen Bild auswählen. Ich würde jetzt tendenziell eher zu dem bis 100 Grad Celsius wählen, dann ist die Skala etwas größer aufgeschlüsselt und man sieht es genauer. Geht dann hier oben noch auf Done, hier könnt ihr noch ein bisschen was einstellen. Jetzt bleiben hier unten die 41 Grad, die angezeigt werden, immer bestehen, egal was man macht. Und jetzt gehen wir einfach her, machen uns hier noch einen zweiten und brauchen jetzt hier entsprechend den Temperatursensor vom Empfänger, also Receiver. Wichtig ist, dass ihr hier das runde Symbol auswählt, weil dann könnt ihr hier, kriegt ihr hier noch diese Auswahlmöglichkeit, wo ihr dann zwischen Batterie, Regler und Motor auswählen könnt, mit was der Sensor verbunden ist. In dem Fall ist es jetzt logischerweise die Motortemperatur. Das heißt, wir wählen die nochmal aus. Wir stellen jetzt hier mal nichts weiter ein, um Zeit zu sparen. So, und dann sehen wir hier unten einmal 42 Grad Reglertemperatur. Wir haben jetzt natürlich nicht alles ganz sauber verlegt, aber wenn man jetzt hergeht, hier drin sitzt dieser kleine Sensor. Und wenn ich den jetzt mal hier ein bisschen anwärme, man sieht es gleich, jetzt sind wir schon bei 30, 31 Grad, 32 Grad. Der würde dann normalerweise hier noch sauber am Motor liegen und bringt euch dann eure Motortemperatur. Wie gesagt, ein bisschen was umstellen, aber ist jetzt kein Hexenwerk. 5 Minuten, dann ist das Ganze erledigt. So, also wie ihr seht, es ist nicht viel nötig. Es funktioniert momentan bei den VXL6S-Reglern und VXL8S-Reglern. Probiert es einfach aus. Wir haben es selber erst vor kurzem erfahren, dass es geht, vor allem, dass es in diesem Umfang geht. Kann sein, dass ihr euch erst das neueste Update draufspielen müsst, aber dann funktioniert es auf jeden Fall. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ansonsten sind wir gespannt, was ihr noch gerne sehen möchtet. Schreibt es wie immer unten in die Kommentare. Abonniert unseren Channel, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Info, sobald ihr das nächste Video rauskommt.